Speicher nochmal. Nein. Ansonsten musst du, wenn wir neu laden müssen, das jedes Mal neu tun. So, EP-Teiler weg. Jetzt speichere ich. So, und jetzt gehen wir nach oben. Endlich. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Shakira. Mal schauen, hier ist ein Aufzug, hier ist noch ein Aufzug. Drei. Ah, nein, er ist weg. Wege, was sollen wir nur tun? Nein, er ist weg. Ja, ist da drüben. Wir benutzen ganz einfach den anderen Aufzug. Genius. So, warum sind es jetzt drei? Ich sehe nur zwei. Ich habe gedacht, es wären drei. Oh nein, diesen Deck können wir auch nicht benutzen. Was? Genius. Da ist er doch. Nee. Warte, den Kerl kennen wir doch. Ist ein Schnauzer. Ja. Ich glaube, der hat ja noch nie eine Stimme gehabt bis jetzt, oder? Ist das nicht Gran gewesen? Nein! Nicht? Das ist der Boss von Team Krall, der uns böse angeguckt hat, als wir seine Festung gesprengt haben in der ersten K10. Ah, ja! Ich spreche den einfach mal, ne? Tudu. Schon eine Weile her, was, Vego? Du wirst doch nicht sagen, dass du dich nicht einmal mehr an mein Gesicht erinnern kannst, oder? Habe ich gerade getan. Ja. Diese Visage. Diese Visage. Ist doch von dem Kreis. Aber es war nicht zur Verbrechung gegen dir. Ich bin mir ganz vor, wie Snow sich wirklich einfach dahin stellt, sich direkt neben ihn stellt. Dieser wie da, Alter. Ich hab gar nicht darauf geachtet, wer was für der Name steht. Und ich hab auf dem Bildschirm gezeigt, wo der Name steht. Genau da. Ja. Das ist ein bisschen viel. Was denn ausgerechnet? Du traust deinen Augen nicht. Bestimmt meine Kleine. Ehrlich? Drakral, ja. Aber es stimmt. Ich bin Drakral. Der Kopf des Team Krall. Merkt ihr meinen Namen? Und du willst wohl wissen, warum ich hier bin. Das willst du doch, Süße, oder etwa nicht? Ich bin wegen dir hier. Was? Genau, ist das Hauptquartier von... Das hier ist das Hauptquartier von King Krypto. Hier gibt es doch gar keine Verbindung zu Team Krall, oder? Ihn. Ha, Überraschung. Es gibt sogar eine ziemlich starke Verbindung. Krallmaschine haben wir. Rechtschaffene Räuber, nämlich der Großzügigkeit von den Krypto zu verdanken. Oh. Und mit der Krallmaschine sollten wir uns die besten Pokémon unter den Nagel reißen, die wir finden können. Was? Aber das bedeutet ja, dass alles ein Plan von Team Krypto war? Genau. Hast du fast, meine Kleine. Oh, wartet Shakira schon auf euch? Aber ganz einfach mache ich das natürlich nicht. Ah. Ich werde das doch die Queen anrufen, dann gibt es ja auch eine Dance Party. Was? Nein, tu das nicht, bitte. Tu das nicht. Vorher bezahlst du dafür, dass du unseren Unterschlupf zerstört hast und das Team Krall vernichtet hast. Wieso, du lebst doch noch? Eben, ich auch. Ich bin eigentlich auch von Team Krall. Denk nur nicht, du könntest mich so einfach besiegen. Und ich kann nicht lachen, sorry. Kalbostrakal. Der seine Augenbrauen anspannt. Tributak. Tributak sieht man auch verdammt selten irgendwie im Spiel. Ja. Und ich kann's auch nicht leiden, also.
Oh, 5 Pokémon. Na dann. Level 52, egal. Erstmal Krebutak verdonnern. Nein, Blitz. Und Lupfstrahl auf den Gules macht wenig Sinn. Also wenn du das Vieh drin lassen willst, dann würde ich Flügelschlag auf den Gules sagen. Jo, lass mal's drin. So, zeitmanagementmäßig am besten. Bin auch so freundlich, ne? Das Vieh. Und weg ist es. Nice. Der hat nur so Pokémon, die im Leben keiner verwendet. Jo. Einfach so. Wie nett von ihm. Ja. Indie, ne? Donnerblitz auf den Gutes. Ach ja, warum nicht? Komm, einfach reinkloppen. Oder mal Flügelschlag hinterher, jo. Und ein Erdbeben. Whatever. Er hat nur sich selbst gekillt quasi, das ist super. So, hey, ich hätte von dem Peter drin gehabt, das wäre hilariös geworden. Lass das Wort, ich mag das eigentlich gar nicht. Egal. Du verwendest es trotzdem. Ich verwende auch ridikulös, also. Ja, gut. Wenn mir die englischen Wörter zuerst einfallen und es im Deutschen keine ähnlich klingende Entsprechung dafür gibt, ne. Ne. Hat mich letztes Mal geklärt, dass Flügelschlag noch Schaden macht? Weiß ich nicht, also es hat Schaden gemacht. Hi. Mahlzeit. Wir sind schon wieder nicht in einen anderen Kanal gegangen. Was machst du so? Oh, wollte ich alleine sein, dann geh ich wieder. Nö, du kannst auch gerne mitmachen. Jetzt ist eh gerade ein bisschen was die Luft raus. Du wirst dann nämlich auf YouTube berühmt. Echt? Was machst du gerade? YouTube-Videos. Achso. Jo. Auch nicht Minecraft oder so. Nein, Pokémon Colosseum. Ich hätte ja fast was gesagt, was ich nicht so gerne hört. Ey, Mann, was spielt ihr so für Spiele, Mann? Was ist nicht richtig mit euch? Pokémon Colosseum, das ist doch schon mal was, ey. Ja. Nur was für die ganz harten hier. Ah ja, okay. Das ist schon ein bisschen sadistisch, ja. Das ist schon okay. Och ja, Simon leidet gerne. Ich hab mich gerade noch mit jemandem unterhalten, Mann. Jetzt darf ich gucken, mal, was hier so los ist. So, ja, kannst du ja. Gern. Hinter dich ja keinen Mann. Das ist in Ordnung. So. Ach ja. Oh. Ja, so ist das, ne? Ja. Oh, Krypto. Bin auch nicht mal zum Zocken gekommen, dann kann man gucken. Ja, ja, irgendwie staut sich wirklich alles überall jetzt in den letzten und nächsten Wochen an. Wo steht das so an? Ja, Termine überall, ne? Morgen, deutschlandweit Tag der Chemie, das ist großes Event. Für ihn? Mich, ja. Oh. Wenn du dich dafür interessierst? Jo, tu ich. Weiß ich ja schon mal, wo ich hingehen muss, wenn ich meinen Bauplan für Ammoniumnitrat brauche. Ja. Also ein bisschen Diesel und Kunstdünger habe ich schon, aber ich brauche noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ja. Kann man in den Reichstag entwenden. Thema schon in Zeit. Du weißt schon, dass das hochgeladen wird, ne? Ja, bitte. Al-Qaida, Al-Qaida. Schön, dass die NSA an der Backe. Das ist doch geil. Ne, Moment. 1. September, Flugzeug, Bum, Bum. Boah, nicht zu vergessen, das ist wichtig. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann. Ja, das ist in diesem Land sehr eigenartig, wenn du nicht politisch,
nicht so der Mainstream liest, gleich Terrorist. Schon interessant. Im Land, wo man eiserne Meinung sagen darf, aber eigentlich nicht. Auch sagen. Die Frage ist nur, ob sie ihm gefällt. Nee, das Problem ist nicht, ob sie muss keinem gefallen. Aber du bist nicht, weil du eine andere Meinung hast, leider Terrorist. Aber das ist in Deutschland leider so. Also, du bist der erste Terrorist, wenn du was machst. Das ist ja so wie dieser nette Film, wo denn die Straftaten gesehen werden, bevor sie passieren. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Minority Report oder ja, was ja, genau. Was für ein Ding? Minority Report. Nee, das gewesen. Nie von gehört. Nicht? Das ist ein sehr interessanter Film. Okay. Das ist auch immer so ein bisschen gesellschaftskritisch, Alter. Das ist das Ganze so ein bisschen so. Die Leute schon verhaftet, bevor sie die Mord oder irgendwie Straftat begangen haben. Ja, es gibt nämlich die Möglichkeit, das vorherzusehen. Aber das Problem ist halt, dass es Zukunft ist, Zukunft ist variabel. Also ja. Das heißt nicht, dass es passiert. Das ist eine der Möglichkeiten, die passieren kann. Ah, universum-mäßig. Okay. Mal ein bisschen Metaphysik hier, aber ja. Ja, bringen wir was tiefer rein. Klar, Metaphysik, gerne. Ja, aber das ist halt so ein Ding, so die Politik und die Staaten machen das jetzt neuerdings auch schon so, die sagen, der hat aber böse Gedanken und der haben wir bestimmt dann und in Guantanamo. Warum? Also ich sag mal, wenn wir in einer wirklich freien Welt leben, müssen wir damit auch leben, dass uns auch mal der Arsch weggesprengt werden kann. Also wenn du jetzt mal so guckst, was uns hier in der letzten Zeit passiert ist, eigentlich gar nichts. Ernsthaft. Also, dass ein paar Nazis jetzt hier wie dieses komische Trio da mal ein paar umgelegt haben, okay. Ein paar Terroristen und Extremisten hast du immer und die wir sollen nie verhindern lassen. Eben. Ich finde die Shangria-Polizei ganz putzig eigentlich. Die was? Die was? Die Shangria-Polizei. Ja, die waren am geilsten, oder? Mhm. Das siehst du doch, dass die Muslime schon versuchen, im Staat zu gründen. Das ist gefährlich. Ja. Nicht unbedingt Terrorismus, aber gefährlich. Weil Subkultur in der Kultur ist immer gefährlich. Ja. Und nebenbei nochmal ganz kurz auf das Video bezogen. Ja? Das ist ja nur ein wichtiger Kampf, wir müssen den nicht kommentieren, weil es ist nicht allzu spannend, seien wir ehrlich. Eben. Wow, one hit. Hä? Ich habe übrigens gar nicht drauf geachtet. Wie steht's um uns? Oh, ja, okay. Okay, steht's um uns. Sie will's einfach nur haben. Ja, versuch wenigstens nicht zu sterben. Eieiei. Ich hätte dir vielleicht auch geraten, mit Donnerwelle oder so zu arbeiten. Ja, die wäre, glaube ich, jetzt zu stark geworden. Egal. Donnerwelle macht keinen Schaden. Stimmt. Ach, jedes Mal. Ja. 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 Krasses Spiel, ja. So läuft das hier bei uns. Muss man wissen. Ja, ist ja okay, Alter. Das weiß man doch. Ja, wusstest du auch, ne? Ja. Wie viel Schaden macht Stahlflügel? Eine Tomate ist kein, kein Obst, sondern das Gemüse, wie war's nochmal? Andersrum, ist kein Gemüse, sondern Obst. Genau, das weiß man doch. Ja, anscheinend. Eieieiei. Hat die Tablette gegen das Flugscheißen geholfen? Hat geholfen. Die Wirkung keine einzige. Gut, wenn man jetzt gut die nicht kennt und Pete, bist du nicht frustriert. Aber das ist egal, das ist lustig. Dam. Halb drei, leck mir am Arsch. Aber egal, ich hab morgen nicht so viel zu tun. Das wird so stark, ne? Ausschlafen. Wahrscheinlich. Du tastest dich ja auch langsam ran, also. Ja, nun. Das ist halt eine ziemlich große Lücke zwischen schwach und stark hier momentan. Ja, aber am Ende verrecken die alle deine Viecher. Jo. Muss man mitleben, so roter Bereich reicht. Wenn nicht, dass wir diesen Kampf nochmal machen müssen, also. Ja. Das legt mich am Arsch. Ist, glaube ich, noch ein bisschen was viel gewesen. Ach, was soll's.
was sagt denn? Was sagt denn der Hitler-Fernseher? Ja. Nazi 24. Nee, das ist gerade wieder eine Wiederholung von der Kampfsport-Dings. Vor 3 Jahren. Ja, das ist unterhaltsam. Echt? Ich kenne schon auswendig, ich kann die Kommentare schon mitsprechen. Okay. Also irgendwann ist es dann nochmal okay, also dann träume ich da schon von. Das ist schon so unterbewusst festgesetzt, ich kann schon eine Atombombe bauen, so. Oder was? Oh Mann, ey. Obwohl das ja relativ einfach ist, wenn du einfach konventionelle kleine bauen willst, dann schießt die Scheiße einfach ineinander, bis die kritische Masse da ist. Ja, da muss halt. Haben sie bei den ersten ja auch so gemacht, du musst die kritische Masse erreichen, halt. Das ist wichtig. Naja, muss halt rankommen, ne? Ja, das ist gar nicht mal so schwer. Das Problem ist das Lagern und das Transportieren, und das soll jetzt auch nicht ganz so gefährlich werden. Oh, stimmt auch wieder. So schön waffenfähiges Plutonium ist, da leuchtet schon ein bisschen die Bude. Mhm. Ob das nur wirklich stimmt, dass man das nur wirklich mit Satelliten, aber glaube ich, dass sie das können. Strahlungsquellen festzustellen damit. Und das auf einmal in irgendeinem Wohngebiet so, das ist nicht normal. Das ist kein Atomreaktor, ja, schon scheiße. Hm. Haben sie auch noch Schiss vor, dass sie irgendwie so eine kleine Atombombe, kann ich sagen, eine schmutzige Bombe haben. Naja. Gehört ja auch schon. Aber du kannst nicht durch Angst, was ich dort mal zurückkommen wollte, du kannst nicht durch Angst Leute so misshandeln. Sei es Terroristen, sei es nicht. Das ist einfach so. Du züchtest hier deine eigenen Terroristen. Wenn du sowas durch hast, Alter. Ja, so als wenn ich dir ins Gesicht springe und dir ein Ohr abbeiße, einfach mal so grundlos. Ein bisschen auf dir rumtrappel. Dann hast du einfach mal so. Ja. Einfach mal, wie nennt sich das, ein posttraumatisches Belastungssyndrom an den Sack. Und die Leute, Alter, das ist noch ein Scherz dagegen, was sie mit ihm da abziehen. Die kannst du nicht wieder rauslassen. Die kannst du ja durch den Kutter jagen und verbrennen oder da lassen, wo sie sind. Sobald die rauslässt, haben die eigentlich nur ein Ziel, Alter. Ich dies hallo. Sonst überlebst du so eine Nummer nicht. Ja, wenn man so betrachtet, klar. Ja, das ist halt die Frage, inwiefern man die noch über einen Kamm scheren kann. Das Problem ist, brauchen wir wirklich so ein Lager? Können nicht einerseits predigen Menschenrechte oder andererseits die mit Füßen treten, das funktioniert nicht. Synchronisierst du den noch? Da sind wir einfach irgendwie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Glaube, synchronisierst du den noch oder? Ja, ich wollte das Gespräch nicht stören. Achso, okay. Das ist nämlich ein bisschen unpraktisch ist. Kann sich auch da so äußern, ich weiß auch nicht, wie ihr politisch engagiert seid, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie alt ihr seid, aber. Ja, also sagen Sie so, mit sowas habe ich mich da noch nicht so wirklich beschäftigt. Das wirkt zwar alles ganz wichtig und so, aber. Ja, was heißt wichtig? Du sollst einfach nur darüber klar sein, was wir doch eigentlich für einen hinterfotzigen Arschlöcher sind. Also politisch eigentlich. So, wir tun immer so, als wenn die Besseren sind, machen es aber nicht besser. Ja, in mehr als einer Hinsicht, klar. Machen sie dann einfach in einer anderen Richtung irgendwie hinter verschlossener Tür oder wir mieten uns irgendwo ein Stück Land, wo es, da gibt es keine Gesetze und da können wir dann machen, was wir wollen. Ja, das habe ich schon das häufige mitbekommen, sowas, ja. Und dann stellen wir uns echt in die Weltpresse und sagen, ja, so bei uns wird es das was nicht geben. Mhm. Genau. Verteufeln zum Beispiel Herrn Putin, ich will auch nicht sagen, dass das netter ist, aber es ist so, also wenn du die russische Geschichte anguckst, ist bestand immer nur aus Blut, Mord, Totschlag. Da war es noch nie nett. Gut, aber der kriegt's auf die Reihe mit seinen komischen Intrigen, anders als einige hier. Ja, was heißt denn komischen Intrigen? Also, er verfolgt auch nur seine Ziele, das machen wir ja auch. Und wir haben ja den Russen damals mal versprochen, keine Ausbreitung in die Ostblockstaaten. Mhm. Das war eine der Versprechen, dass die gesagt haben, okay, Wiedervereinigung und das zum Untergang der USSR geführt hat. Die Länder können sich wieder selbst verwalten, aber nicht in die EU. Weil Russland nicht wollte, dass Russland umringt ist von der EU.
man kann nicht davon ausgehen, dass irgendein Land seine Versprechen dauerhaft hält. Ja, aber das ist schon interessant. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn er ein bisschen pissig wird und sagt, okay, ich hau meine Panzer mal, Alter, zum Beispiel da zu einer Schwarzmeerflotte. Erstmal dann Vertrag mit den Jungs, dass er da liegen darf. Ob du gezwungen oder nicht, ist eine andere Geschichte. Dafür kriegen die auch Gassen alles. Und ja, dass er sich da sicher hat, weil er Schiss hat, dass er da sonst verliert die Nummer. Ist das also. Ja. Gut, dass er ein Flugzeug abgeschossen wird, du weißt jetzt nicht, waren es wir? Waren es... Oder waren es sie? Das ist immer noch nicht geklärt, die Nummer. Weiß keiner. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, so die Russen sind in der Lage dazu und die anderen nicht. Die haben auch von der ukrainischen Dings... zumal so, wenn du zum Beispiel mal einen deutschen Gepard zum Beispiel. Die kann bis in 22 Kilometer Entfernung Flugzeuge runterholen mit Munition. Nicht Rakete, das piept nicht, das... Du siehst nichts kommen. Das macht nicht mal eine Spur, das Geschoss. Das brüsselt nur einmal und dann ist die Kette kaputt. Keine Ahnung warum. Ja, das ist halt... Ja, wird wahrscheinlich... Was er hat. Wo es kann lieber sein. Oder 37 mm Munition, doppelläufig und der rotzt dir da, weiß nicht, wie viel Schuss entgegen. Du fliegst dir den Geschoss hier Tage rein, auf gut Deutsch. So. Ich sag, da gibt's keine Raketenwarnung, wie das so aus Filmen kennt und nix. Kann sein, dass das verwechselt haben. Und ich glaube, die Russen haben so ein Waffensystem auch. Und dann werden die Ukrainer das bestimmt auch haben. Wirklich, so, ja. Und wenn dann welche dran sind, die davon nicht gleich ganz so einen Plan haben, hat wohl mal einer aus Versehen auf den Knopf gedrückt. Da brauchst du nur auf Knopf, wo Feier steht, drücken. Oder ist die Nummer gelaufen. Die kann man nicht wie eine Rakete sagen, destroy. Geht nicht. Naja. So, sei mir nicht böse, aber das entspricht jetzt nicht so ganz dem Thema, das wir eigentlich hier ansprechen wollten. Nee, ich meine nur, es ist einfach so... Weil klar, ist gut zu wissen. Und so, aber... Ja, das ist gut zu wissen, das ist halt so ein Ding, also, wo man sich mal Gedanken drüber machen sollte. Was so um einen rum passiert, ey. Richtig, aber gerade bei sowas sind doch die kleineren Portionen eher dem normalen Standardgeist angepasst. Wenn man sich nicht schon mit sowas tiefgründig beschäftigt hat. Ja, ich habe mich da auch nicht tiefgründig beschäftigt, aber man sieht ja auch, was passiert und macht sich da Gedanken drüber. Tiefgründiger als Otto Normalverbraucher. Echt? Das ist schade eigentlich. Da merkt man, dass ich das geschafft habe, Otto Normalverbraucher so einen schlafenden Bürger zu machen. Ja. Traurig eigentlich. Aber so ist das halt. Aber naja. Und wenn Kriege sagen alle, warum ist eigentlich Krieg? Ist ja komisch. Wie ist das eigentlich alles passiert? Aber schon mal immer nicht in der Fahrt und sind mit Bienenpfahl in den Krieg gegangen. Mehrmals. Zweimal wahrscheinlich. Ja. Das werden wir nicht nochmal ein drittes Mal anfangen, aber vielleicht werden wir mitmachen. Och, das kann man nie wissen. So, keine Ahnung. Ist ja alles unbestimmt. Ich will's nicht hoffen. Ja, Kobi, können wir weitermachen. Mach mal weiter, ich lege mich ins Bett. Oh. Gute Nacht. Spät genug, muss man auch noch Bescheid machen. Also munter bleiben. Jo. Ding out. Ciao. Das war mal tiefgründig. Passt ja, so gar nicht rein. Eben, das. Normalerweise gerne, aber das war jetzt eigentlich wirklich unpraktisch. Um die Zeit. Ah. Yes, Vigo. Wollen wir nicht wieder gemeinsame Sachen machen und von vorne anfangen? Ich habe mir das schon wieder komplett vergessen, wie ich hier gesprochen habe, ne? Du und ich, wir beide und die Krallmaschine. Nichts in der Welt wird uns aufhalten können. Was sagst du dazu? Ich kenne mindestens eine Gewalt, die uns aufhalten können wird. Ich weiß nicht, wie du meinst. Basti, sag dir mal was dazu, okay. Was? Du synchronisierst. Ha, jetzt meinst du das sowieso nicht ernst. Na gut, ist schon in Ordnung. Für dich gibt es sowieso keinen Ausweg mehr. Los, man erwartet dich schon.